Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty aus dem Oxbow. Ja, wir sind hier unterwegs nach Skauki, sind mal ein bisschen anderen Weg geritten als sonst. Und eigentlich bin ich nur auf der Suche nach potenziellen NPCs, die wir ins Dorf holen können. Aber scheinen wir nicht so viel Glück zu haben. Sieht zumindest aktuell nicht so aus. So, gehen wir mal hier noch lang. Und gucken mal, ob wir wen finden. Richtung Ostroja könnten wir mal irgendwann noch reiten. Die Jahreszeit. Wobei, wir haben jetzt schon zwei NPCs gefunden, ne? Ich glaube, so riesig viel mehr sind wahrscheinlich auch gar nicht auf der Map in einer Jahreszeit. Ich habe ja den Geisterjäger und den Schmied, die wir beide nicht ins Dorf holen konnten. Ja, ist auch ein schickes Plätzchen, denke ich. Nicht so einfach zu bauen, aber machbar, würde ich sagen. Durchaus machbar. Oh. Da liegt ja was. So, das war's, glaube ich. Ja, das war's. Mehr gibt's nicht. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Ja, eher ein bisschen zügiger, weil das Gebiet hier ist ein bisschen schwierig, was die Tiere angeht. Hier ist übrigens auch eine sehr schöne Baufläche, ne? Auch nicht so ganz eben. Kann man sich so um den See rum, kann man da bauen. Muss ich gerade ein bisschen vorsichtig sein, weil hier sind Beeren in der Nähe. Weizen, Sichel, Birnenwein. So. Ja, wie gesagt, auch eigentlich eine ganz nette Gegend. Hat auch ihre Reize. Ja, hier war kein NPC. Wir könnten darum reiten. Vielleicht finden wir ja hier jemanden. Ist da jemand drin? Ne, da ist auch niemand drin. Aber wie gesagt, ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, dass hier noch so arg viel mehr sind. Zwei haben wir, wie gesagt, schon im Sumpf gefunden. Spawnen zwar zufällig, aber ich glaube nicht, dass hier noch haufenweise mehr jetzt sind. K
kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Deswegen denke ich, wenn wir nicht Richtung Astoria reiten, sondern eher mal gucken, dass wir jetzt in unserem Dorf weitermachen. Es fehlt ordentlich Material, wie ich sehe. Da müssen wir mal ran. Ich wollte noch eingestellt haben, dass mehr Leder produziert wird, ne? Fällt mir gerade so ein. Machen wir gleich mal. Das machen wir nachher mal. Jetzt macht es gerade keinen großen Sinn, weil jetzt haben wir, glaube ich, 18 Uhr. Ja, wobei, wenn ich jetzt eh schon hier bin, dann kann ich es auch gerade einstellen, ne? Jagdhütte. Bisschen weniger Pelz. Dafür mehr Leder, weil das geht uns gerade aus. Und hier die Jagdhütte genauso. Bisschen weniger Pelz. Und mehr Leder. Zur Not muss ich da auch nochmal ran. Aber müssen wir gucken, was alles genau fehlt. Aber erstmal bringen wir ihr mal weg. Erstmal bringen wir die gute Irma weg. Dann könnten wir noch die Laternen setzen, die nächsten. Wäre auch noch eine Idee. Da unten brauchen wir auch noch Licht, ne? Und die Taverne müssen wir noch weiter bauen. Auch dringend nötig. Ich hätte unten lang reiten können, ich Depp. Dann brauche ich hier oben nicht durch die Menschenmassen durch. Also Massen ist vielleicht übertrieben. Aber dann bräuchte ich mich da nicht durchfädeln. So. Die anderen pennen immer noch oder schon wieder. So, die Sachen raus. Zack, zack, zack. So, ein Stückchen trinken können wir noch. Und dann haben wir die Quests erstmal alle erledigt, oder? Haben wir noch eine übersehen? Ne, bei uns im Dorf nicht und sonst haben wir ja eh keine. Ja, mach das. Um die Welt reisen. Einen Abend. So. Ich glaube, wir sind heute mal ein bisschen früher daheim. Ich muss noch was essen. Fleisch mit Soße haben wir ja noch dabei. So. Dann futtern wir, gehen wir mal pennen. Und starten in den nächsten Tag. Wieder ein sonniger Herbsttag, sehr schön. Hi Sohn, was beschäftigt dich? Du hast geträumt, du wärst ein Adler, okay. So. Hi. Was beschäftigt dich?
Du hast einen deiner Scherze zu weit getrieben. Wie steht's um unser Königreich? Nicht genug Handwerksmaterial, ja. Und da kümmern wir uns jetzt drum. Muss gerade mal gucken, was fehlt. Aber erstmal packe ich das ganze Zeugs hier weg. Bretter, Hafer, Haferkorn. So, und die Sachen haben wir alle raus. Jetzt müssen wir mal schauen, was fehlt denn eigentlich? Produktion. Küche. Eimer mit Wasser. Okay, wir brauchen Eimer mit Wasser. Das kriegen wir hin. Eimer haben wir mal genug. Eventuell muss ich, glaube ich, einfach nur die Produktion hochstellen. Moment. Steht denn das bei den beim Wasser? Brunnen, der ist aktiv. Ja, aber die schaffen nur zu 30%. So, dann fahren wir die einfach mal wieder hoch. Dann haben wir auch bald wieder Wasser. Dann brauche ich selber gar nichts machen. Dann da kriegen wir jetzt so schnell Wasser, das reicht. Und den hier auch. Ja, da brauche ich selber gar nicht tätig werden. So. Dann packen wir die Eimer wieder weg. Was fehlt sonst noch? Fehlt sonst noch was? Schenke. Metflaschen. Oh. Die sollten wir produzieren. Metflaschen. Ton brauchen wir. Nehmen wir mal 40 Ton mit. Oh, wir haben einiges an Weinflaschen. Dann kann ich, glaube ich, auch mal die Werkstätten einstellen, dass sie ein bisschen Metflaschen produzieren. Du kannst mal weniger Eimer machen. Holzschalen können wir, glaube ich, auch reduzieren. Holzteller passt. Metflaschen. Weinflasche kann man bei dir auch mal aktivieren und Metflasche. Bierflasche auch. So. Dann kannst du auch Bierflaschen produzieren. So. Passt. Und du mach mal weniger Weinflaschen. Gehen wir mal auf 70%. Und du kannst auch Metflaschen machen. So, dann haben wir das auch. Ach so, was haben wir sonst noch? Was fehlt uns sonst noch? Der Näherei fehlt Flachshalm. Okay. Da müsste ich mal gucken, ob wir noch was haben. Und der Schmiede fehlt Eisenbarren. Wie viel produziert denn die andere Schmiede? 26. Ich gucke gerade erstmal wegen dem Flachs. Das hätte ich natürlich vorne besser machen können. Aber jetzt rennen wir gerade zum anderen Ding hier.
So. Hammer Flachs haben wir. Okay. Da können wir mal ordentlich produzieren. Was machen wir jetzt geschwind? Ja, vielleicht sind wir sogar noch früh genug, dass wir hier keinen vertreiben müssen. Das wäre natürlich optimal. Felder sind vorbereitet, sind eingesät. Sehr schön. So, dann machst du gerade mal ein bisschen Leinsamen. Dass wir da mal einen Schwung von kriegen. Dann haben wir zumindest mal den nötigen Flachs. Ja, Flachshalm, ja, kriegen wir auch einiges, das passt. Müssen wir mal gucken, ob das dann reicht oder ob wir nochmal mehr anpflanzen müssen im Frühling. Dann bräuchten wir eventuell nochmal ein Feld. Das gelte es dann mal noch zu herauszufinden. Ich weiß gerade gar nicht, was unsere Näher so verarbeiten. Aber sehen wir. Gucken wir mal, wie die durch den Winter kommen. Wie viel Flachshalm wir dann noch haben. Anschließend. Schauen wir mal. Ja, Großteil haben wir jetzt, ne? Ja, Hälfte, ne? Ungefähr. Hälfte. With great power comes great Ja, responsibility. guten Morgen, Belimir. Guten Morgen, mein Lieber. Und ja, ich weiß, es gibt Schnellcrafting, dass das Ganze mit einer Umdrehung da quasi erledigt ist. Falls sich jemand genötigt fühlt, mir das in die Kommentare zu schreiben. Ist mir bewusst, dass es das gibt. Ich nutze es bewusst nicht. Muss man leider immer mal wieder dazu sagen. Auch ich weiß nicht alles über Medieval Dynasty wahrscheinlich. Oder das ein oder andere ist wieder vergessen, je nachdem. Aber so die Einstellungen kenne ich eigentlich schon. So. Ja, das freut mich, dass du hier hingehörst. Das freut mich sehr. So, und wir haben es auch gleich fertig. 20 Sekündchen noch, dann können wir jetzt den Flachs zumindest mal abliefern. Und dann können die wieder Leingarn produzieren und dann wird auch die. Dann können wir uns mal noch um Eisenbarren kümmern. Dass wir da noch ein paar mehr kriegen. So, ihr könnt ran. Vielen Dank. Paar Eisenbarren können wir uns noch drum kümmern. Bin überlegen, ob ich hier noch ein Feld hinmachen sollte. Gesundheit. Du klingst gar nicht fit, mein Kleiner. So. Flachshalm, Leinsamen. Achso, Ton. Wollte ja noch Dings machen. Stimmt, Metfläschchen wollte ich noch machen. Da können wir mal noch ein paar machen. Das wäre vielleicht kein Fehler. Da ist der Weg. Sehr gut. Ist auch gerade frei.
Der Töpfer, die Töpferscheibe. Tonfläschchen, Metflaschen. 6 Stück. Wie viel Ton brauche ich denn dafür? Das ist ja doch mehr als gedacht. 6 Ton, okay. Oh, ich wollte doch 6 Stück machen. So, jetzt. Machen wir die übrigen 5 noch. Ja, mit 40 Ton komme ich da natürlich nicht weit. Aber es ist zumindest schon mal ein bisschen was, wo die Leute dann wieder mitarbeiten können. Und dann gucken wir noch wegen Eisenbarren. Dass wir da noch ein paar wieder kriegen. So. Fertig. Vasen könnten wir noch machen. Machen wir mal gerade eine. Ja, wobei die starten, die werden gar nicht mehr gleichzeitig angezündet. So, noch ein Tonfläschchen hinterher. Dann haben wir den Ton bestmöglichst genutzt. Inzwischen gibt es einen minimalen Zeitversatz, wenn die eingeschaltet werden. So. Also, da kann ich eigentlich besser hier hingehen, ne? Dann holen wir da noch Eisen. Oder Eisenerz. Metflaschen. So, und Eisenerz. Holen wir mal 40. Dann können wir 20 Barren produzieren. Das ist, glaube ich, ganz okay. So. Hi, Sweetos Lava. Darf ich da gerade mal in die Esse? Das wäre super von dir. Vielen Dank, meine Liebe. So, dann machen wir geschwind noch ein paar Eisenbarren. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Ja, Bob den Baumeister. Wer kennt ihn nicht, ne? Ja, ist schade, dass das nicht ins Deutsche übersetzt werden kann. Blacksmith, Whitesmith, it's all the same to me. Ja, also Blacksmith ist ja die Bezeichnung für Schmied im Englischen. Whitesmith, weiß nicht, ob es das gibt. Sagt mir jetzt nichts. Aber es ist im Prinzip, ja, Schwarzschmied, Weißschmied, alles das gleiche für sie. Sie ist farbenblind. Wobei, Schwarz-Weiß können sie ja eigentlich sehen, aber egal. Aber es wird halt so gar nicht ins Deutsche übersetzt. So ein Wortspiel, das kann man halt einfach nicht übernehmen. Na, 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 na. Genau. So, liefern wir die auch noch ab. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr an Material. So, jetzt müssen wir mal gucken, was eigentlich noch fehlt. Küche. Roggenkorn. Küche. Roggenkorn. Okay, wir brauchen Roggen. Haben wir doch bestimmt, oder? Hafer könnte ich noch dreschen. Und Roggen sollten wir doch auch haben. Oh ja, haben wir. Aber weniger als gedacht. Deutlich weniger als gedacht.
Da muss ich die mal vom Meerkornbrot wegtun. Und vom Roggenbrot, glaube ich. Mach du mal anderes Brot. Oder mach Tarte. Fleischpastete. Das klingt doch auch gut. Mach stattdessen Fleischpastete. Und du machst statt Roggenbrot. Du machst mal lieber. Ich muss das erst noch freischalten. Wir könnten noch Weißbrot. Obstkuchen klingt gut. Fleischpastete. Mohnkuchen könnten wir auch machen, ne? Wir haben ja eh viel Mohn. Fleischtarte. Birnentarte. Und Pflaumentarte. Ja, will ich beibehalten. Pflaumentarte könnte so welche machen. Und Birnentarte, dann machen wir doch das einfach mal. So, und wir können aber trotzdem dafür sorgen, dass wir Roggen und Hafer kriegen. Dass das verarbeitet ist. So, da. Upsala. Darf ich da gerade mal dran? Vielen Dank. So. Erstmal Hafer. Und dann machen wir noch ein bisschen Roggen. So. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.